Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hector. Ja, ich habe jetzt natürlich nochmal probiert. Oh, einen Moment, mein Kopfhörer ist ein bisschen zu laut. Ich habe jetzt nochmal probiert, wie man jetzt die Pillen und so weiter nehmen kann. Ich glaube, ich bin jetzt schlauer und wir machen jetzt einfach mal weiter. Ein kleiner Ladebildschirm. Ich habe nämlich total überlesen. Okay. Das ist schlecht. Es ist nicht an der Stelle gespeichert, ist natürlich schlecht. Ist natürlich sehr schlecht jetzt. Ja, tut mir leid. Das heißt natürlich, wir müssen jetzt nochmal los und ich frage mich, warum wir ihn jetzt nicht gespeichert haben. So. Hinten geht das Licht an. Ich muss mal ganz kurz gucken. Exit to Main Menu, Exit to Desktop. Ja, man kann ja auch gar nicht speichern. Ich bin ganz normal hier rausgegangen. Ja, ich weiß nicht, tut mir leid, ihr Lieben, warum das jetzt nicht an derselben Stelle ist. Nun gut. Geh an. Ich denke mal, das stört jetzt nicht weiter. Ich habe nämlich auch überlesen, hier wird uns nämlich gleich angezeigt, wie wir diese Tabletten nehmen. Da, mit 3 kommen wir zum Tabletten. Und mit F nehmen wir die nämlich auch. So. Ich habe es jetzt mal gemacht, weil es angezeigt wurde. Ich weiß aber gar nicht, warum. Oder was uns das groß bringt. So, okay, das ist... Das ist schon mal gleich. Habe ich trotzdem erschrocken. Ja, ich werde jetzt trotzdem jetzt hier weitergehen. Auch wenn wir das jetzt kennen. Aber irgendwie weiß ich immer noch nicht so ganz. Ah ja, doch. Sprinten ist so. Ich werde jetzt mal denselben Weg gehen wie in der letzten Folge. Und mal schauen, ob das wieder so kommt. Gehen jetzt einfach mal geradeaus weiter die ganze Zeit. Und dann sollte das Regal kommen, genau. Das ist auch schon so ein Pfeil, okay. So. Jetzt ist der Pfeil nämlich wieder zurück. So, und jetzt müsste ich theoretisch da rein und dann müssten wir eigentlich, wenn das so stimmt, an derselben Stelle sein wie beim letzten Mal, wo ich aufgehört habe. Da ist jetzt wieder so ein Pfeil. Es ist nicht dieselbe Stelle. Es ist wieder die Stelle, wo wir ja schon waren, also... Komisch. So. Und ich würde sagen, schon haben wir uns verlaufen. Na super. Es ist immer mehr verschwommen. Und immer dunkler. Man sieht überhaupt null. Ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer wieder ein bisschen lauter machen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Ich habe übrigens auch meine Cam noch mal ein bisschen anders eingestellt, damit man nicht... meinen Mund manchmal nicht mehr sieht. Also hat man bei der letzten Folge manchmal meinen Mund nicht mehr gesehen. Jetzt sieht man mehr meinen Mund, aber dafür meinen Kopf nicht mehr. Also, hier oben das Stück. So, jetzt sind wir an der Stelle. Ah ja, okay. Das müsste jetzt der Raum mit der Jacke sein, mit den Pillen. Und gleich erschrecken wir uns wieder. Gut, das haben wir schon mal geschafft. So, wir nehmen Tabletten. So, okay, jetzt sind wir an dieser Stelle wieder. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht bei jedem Mal, wenn ich ausmache nach 15 Minuten, dass ich nochmal neu anfangen muss. Das wäre nicht so gut. So, ich kann in das Notizbuch
angeblich mit N öffnen. Geht nicht. Geht nicht. Gut, dann denke ich mal, wird es noch nichts geben in unserem Notizbuch. Das könnt ihr übrigens nicht sehen, weil genau da mein Bildchen ist. Gut. Hallo, keiner da. Weiß nicht, ob ich gerade ausgehe oder wieder abbiege. Und ob hier auch nochmal was anderes kommt außer Gänge. Und Geräusche. Übrigens, wenn ich angespannt bin, mache ich mal ein ganz tolles Gesicht. Wem das schon aufgefallen ist. Ja, was ist das? Das ist doch eine Sackgasse jetzt, oder? Ja. So, was haben wir hier? Da irgendwas anwählen? Nur weitere Stromkästen? Mhm. Da können wir aber nichts machen. Nee, können wir nichts machen. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Ich hätte jetzt gerne so eine aufheiternde, lustige Musik. Ja, vor allem jetzt. Schön. Sind wir jetzt gefangen oder was? Laufen wir immer hin und her und kommen nicht mehr weg. Oh, diese Geräusche. Es fehlt nur, dass jetzt hier irgendwann so ein komischer Fratze auftaucht, ey. Dann liege ich unten auf dem Boden. So, aber ich glaube, sowas kommt hier nicht. Ich hoffe es. Wieder vorsichtig um die Ecke gucken. Und wir sind wieder hier. Die Frage, ob wir zurücklaufen oder wieder da lang laufen. Okay. Kommen wir eh nicht raus, oder? Press and hold an MP to interact with doors. Okay. Don't forget to take your pills. Muss ich jetzt eine Pille nehmen? Das war das F. Geht nicht. Stand doch. Türen zu delegieren, linke Maustaste drücken, aber wie? Die ist zu, oder was? Hm. Ist die Tür jetzt zu, oder bin ich nur zu doof wieder? ja. Ich bin jetzt verabredet mit dem Spiel. mit jemandem in einem Spiel. So, ich krieg diese Tür nicht auf. Das kann doch gar nicht sein. Stehen wir hier? Jetzt habe ich Angst, wenn ich jetzt wieder aufhöre. Ey, Leute. Es ist nicht zu fassen. Da eine Tür, da eine Tür. Das macht einen echt ein bisschen irre. Ich laufe jetzt mal rückwärts. Haltet diese Tür im Auge. Wehe, die verschwindet. Okay, sie geht auf.
Wollen wir da wirklich durchgehen? Kompliziert, die zu öffnen. So, geh auf. Diese Tür ist immer noch da. Ey, nee, nee. Die geht doch bestimmt zu, diese Tür. Hallo? Da geht's runter. Ich will nicht da runter. Mir macht echt Sorgen, dass ich, wenn ich jetzt wieder ausmache, dass ich wieder das machen muss. Das überlebe ich nicht. Da war was. Da hat irgendwas geleuchtet. Ich gehe da jetzt nicht runter. Ja, ich will da nicht runtergehen, aber gut. Ich sag's euch, ich erschreck mich davor, wenn Schatten kommen. Ich erschreck mich davor, wenn Licht angeht. Das ist unfassbar. Ich bin gerade paralysiert. Ich weiß ja nicht, ob wir auf das hören sollen, was die Stimme uns da ständig flüstert. Wenn ja, habe ich jetzt ein Problem. Ein ganz großes. Auch können wir nicht. Ey Leute, länger als 15 Minuten schaffe ich dieses Spiel nicht. Da geht das Licht angegangen. Hey, ich weiß nicht, ob mir die Gänge vorhin besser gefallen haben als das hier. Gerade. Da geht's auch wieder runter. Ich geh mal kurz noch geradeaus weiter. Ich will nichts mit wegrennen oder sowas. Darauf stehe ich gar nicht. Oh, die Tür ist auf. Die geht auf. Schnell wieder zu. Nein! Geh auf. Da gibt's Medikamente, glaube ich. Oh. Oder doch nicht? Doch. Nee, ist was anderes. Das waren keine Medikamente. Das kann man nicht nehmen. Ja, ihr Lieben, ich muss jetzt echt, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie lange das jetzt waren, ob das überhaupt 15 Minuten sind, aber ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Ich muss jetzt wirklich eine Pause machen. Ich weiß wirklich nicht, wie es euch geht, aber wenn man das selber spielt, ist es echt schrecklich. Diese Stimmung ist so erdrückend, diese ständigen Flüstereien im Ohr und dieses Herzgepockere und diese Dunkelheit einfach und dieses Nicht-Wissen, was kommt jetzt. Ist ganz furchtbar und ich brauche ganz dringend eine Pause und werde mich jetzt mit einem anderen Spiel ablenken und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ja, bis dahin, eure Aschna, macht's gut, tschüss und bye bye.